Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lost in Dark Souls 3. Wir suchen einfach nur ein verdammtes Leuchtfeuer. Ich habe keine Ahnung, wo jetzt das nächste ist, also wo ich da am besten langlaufe. Aber ich gehe jetzt... okay. Hier war also so ein Feuer, das wir ausgemacht hatten. Ich gehe jetzt, glaube ich, den Weg wieder zurück, von dem ich gekommen bin, weil ich glaube, da müsste dann das Leuchtfeuer kommen. Ist halt jetzt hier alles voll mit Gegnern, ne? Das ist halt ein bisschen kacke. Bitte nicht verfluchen, danke. Irgendwo muss doch hier... das nächste Leuchtfeuer auf mich warten. Oh nein! Der ist viel zu gefährlich, Hört er mal auf, mich zu verfolgen? Hat er sich noch im Griff? Anscheinend nicht. So, haben wir es jetzt? Nee, immer noch nicht. Na, toll. Jetzt dreh dich doch mal um, geh. Unfassbar. Und dass der mich hier noch verfolgt, ist auch unfassbar. Und der bleibt einfach da stehen, oder wie? Ich meine, ich hätte schon Bock, mal gegen so jemanden zu kämpfen und den Platz zu machen, aber ist mir zu gefährlich. So, können wir jetzt weitermachen? Eine komplette Folge irgendwie verschwendet, gefühlt, die letzte Folge. Wo musste ich jetzt hin? Das hier war's, ne? Jetzt gehen wir aber mal weiter und gucken, ob das ein neues Gebiet ist, was es zu erkunden gilt. Die Großachs haben wir schon, mag ich nicht. Fällt mir meine Machete besser. Ah, falsche Richtung. So. Da ist noch so einer. Oh, das sind mehrere. Aber der merkt's nicht, sehr geil. Wenn ich die von hinten treffe und die dann aufstehen, verliere ich immer in dem Moment, wo die aufstehen, den Fokus auf die. Ich verstehe gar nicht warum. Oh, nicht schon wieder so ein Ding. Könnte ich anscheinend einfach in Ruhe lassen. Große Zauberwaffe. Ich mache immer Blatt, die droppen immer coole Sachen. Ich habe mich nicht getraut, weiter anzugreifen. Hätte bestimmt noch zwei Treffer landen können. Ich sehe nix. Ja, ich sehe auch nix. Verdammt, wo bin ich denn jetzt? Ach, falsche Richtung. Ich glaube, ich sterbe gleich, weil es hier einfach viel zu eng ist für diesen Scheißkampf. Lass mich in Ruhe, ich will mich doch nur heilen. Jetzt kannst du kommen. Lass uns hier kämpfen, hier ist ein schönerer Platz. Oh, das ging ja noch klimpflich aus, die Nietschuppe. Ich weiß gar nicht, wofür... also für welche Waffe man das jetzt genau einsetzt, ist leider keine von dem, was ich brauche.
keiner von diesen Kristallen. Also ich brauche, also die, von diesen Titanit-Dingern, was brauche ich jetzt für dieses große? Ich glaube, irgendwie große Titanit-Scherbe oder irgend sowas. Ach, wir hatten ja diese Zauberwaffe gefunden. Durchlesen, wichtig. Große Zauberwaffe. Verbesserte Version von Zauberwaffe verstärkt die rechte Waffe enorm mit Magie. Nur magischen Schwertkämpfern mit besonderen Pflichten ist es gestattet, diesen Zauber einzusetzen. Die Azurne Klinge soll selbst schwer gepanzerte Ritter mit Leichtigkeit niederstrecken. Klingt eigentlich ganz geil, aber dafür muss ich halt zaubern können, das kann ich nicht, deswegen. Ach du... Ich hatte doch mein Schild oben, was war denn das? Aber ja, ist das eine Tür gewesen, die einfach von der Seite nicht aufging? Oder konnte ich auch schon vorher hier quasi durchgehen? Jetzt macht es natürlich mehr Sinn, dass wir... Also ich weiß, wo ich bin. Jetzt macht es natürlich mehr Sinn, wie diese Leuchtfeuer angeordnet sind. Aber ich weiß halt gar nicht, ob das eine Tür war, die ich schon von der anderen Seite aufmachen konnte, oder ob das eine Tür war, die ich von beiden Seiten aufmachen konnte und ich einfach nicht gefunden hatte damals, weil ich nicht hier war oder so. Das kann auch sein. Da drüben liegt auf jeden Fall noch was, deswegen würde ich da schon gerne hingehen, auch wenn ich ziemlichen Respekt habe vor dem Typ, der da rumsteht. Ich glaube, der ist nicht so einfach. Hat auch eine riesige Waffe, unfassbar. Ey, was soll denn das? Boah, das war aber auch kurz vorm Sterben. Unfassbar. Wieso konnten die einfach zuschlagen, als ich ihn angegriffen habe beim Aufstehen? Er hätte doch eigentlich geblockt werden müssen. Also das war zumindest... Also, das habe ich zumindest gedacht. Deswegen war ich doch etwas verwundert, dass er einfach zuschlagen konnte. Ja, ich weiß nicht, wo... Also, wie gesagt, dieses Gebiet habe ich vorher nicht gefunden gehabt anscheinend. Söldnerhelm, Söldnerrüstung, Söldnerstulpen, Söldnerhose. Umso besser, dass ich die jetzt doch nochmal gesehen habe, diesen Weg. Versucht, stoßen den Rücken. Hab ich, keine Angst. Moment, das geht hier schneller. Söldner irgendwas, Söldnerhelm. Ein mit grobem Stoff verflochtener Metallhelm, der den Widrigkeiten des Schlachtfelds und langer Reisen gleichermaßen standhalten kann. Trotz seiner Bauart ist er leicht und bildet einen guten Mittelweg zwischen Schadensminderung und Masse. Ist schlechter. Brauchen wir also nicht. Söldnerrüstung. Eine mit grobem Stoff verflochtene Metallrüstung, die den Widrigkeiten bla bla bla, trotz ihrer Bauart bla bla bla. Ja, bei manchen Punkten, also bei vielen Punkten besser, aber beim hauptsächlichen physischen Absorbierungs von Schaden nicht so gut. Ist auch schwerer und wir würden über 70%, was das Gewichtsverhältnis angeht, kommen. Das wollen wir natürlich auch nicht. Söldnerstulpen. Groben Stoff verflochtene Metallstulpen. Kämpfer, die häufig Schilde verwenden, verringern ihre Last, indem sie nur an einem Arm eine Stulpe tragen. Schlechter, deutlich schlechter. Die Stoffhose und die Lederstiefel wirken eher unscheinbar, sind aber solide und erlauben ein hohes Maß an Beweglichkeit. Sie halten den vielen Widrigkeiten auf Schlachtfeldern und langen Reisen stand. Auch deutlich schlechter, na gut. Wollen wir mal den Rest dieser Ruine betrachten? Hier liegt aber noch einiges rum. Was, ein Hinterhalt oder was? Versucht, stoßen den Rücken. Es kann natürlich sein, dass man auch dass die meisten Leute von hier gekommen sind und deswegen jetzt diese Texte keinen Sinn mehr machen, weil der Gegner, mit dem die reden, den habe ich halt jetzt schon platt gemacht gehabt. Söldner Doppelschwert. Oh. Ach nee, Moment mal, das hatten wir schon mal, ne? Ein paar Skimitars, wie es einige Söldner verwenden. Die scharfen Klingen ermöglichen effektive Hiebangriffe, aber gegen Metallrüstungen oder harte Schuppen sind sie fast nutzlos. In beiden Händen getragen sind sie vielseitig einsetzbar und in geeigneter Haltung sind einzigartige Angriffe mit der linken Hand möglich. Fertigkeit Wirbelhieb. Schneidet in einer großen Drehbewegung durch Gegner und führt aus der Drehung heraus einen schweren Angriff aus. Ja, die hat man, glaube ich, schon mal. Also, die machen natürlich keinen Sinn für unseren Kampfstil. Aber die hatten wir, glaube ich, schon mal gefunden. Betrug voraus. Was?
Was sollen denn immer diese Fake-Nachrichten zu den Wänden? Und warum wird denn das auch noch bewertet positiv? Ich verstehe das nicht. Ist keine Fake-Wand. Wir haben ja schon eine echte Fake-Wand gefunden. Man schlägt dagegen und dann ist die weg. Lügner voraus. Welcher Lügner? Kohle von Pharaon. Oh. Interessant. Hier geht's leider nicht weiter. Lügner voraus. Welcher Lügner denn? Ist egal. Aus der Richtung konnte man gar nicht kommen, fällt mir gerade auf. Deswegen verstehe ich diesen Tipp nicht so richtig. Mit diesem versucht stichen den Rücken, weil... Wenn man von hier nicht kommen kann, sondern von da, dann muss man auf den Gegner schon platt gemacht haben. Ich bin verwirrt, aber egal. Ich glaube, wir haben jetzt hier alles angeguckt. Und können zurück, das heißt, hier ging es halt wirklich nicht weiter. Das war nur ein... Na komm her. Das war nur ein... Zusammenschluss zu einem anderen Gebiet, zu einem alten Gebiet quasi. Ach, da ist wieder so ein nerviger Typ. Ja, ne, gibt's auch nichts mehr. Ich habe mich hier genug umgeschaut gehabt in diesem verfluchten Wald. Und die Dinger eingesammelt, deswegen gehen wir zurück. Dün, 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 dün. Das heißt, wir... Ja, wir können jetzt dieses kleine Stück davor können wir uns teleportieren, dann müssen wir die Gegner nicht platt machen. Wir können aber auch mal schnell zum Feuerbahnschrein zurück und die Asche ab... die Asche sage ich schon, die Glut abgeben. Drakenblutrüstung, die sind ja zumindest geil. Hoffentlich finde ich die auch noch. Und hoffentlich ist die gut genug, dass ich sie tragen kann, weil sie so gut klingt. Habe ich noch genügend Pfeile? Ja. Wieso habe ich eigentlich immer noch keine Armbrust gefunden? Was passiert hier? Ah, das gehört nicht. Oh my, this coal is from the Undead Legion, used to forge the weapons of Farron's Abyss Watchers. A fine prize. I'm honored to be endued with it. Now I'll be equipped to infuse special gems. Praise the gods, eh? Time to put this brawn to use. Okay, darf ich mich nochmal ganz kurz darüber aufregen, dass es hier nirgendwo eine gottverdammte Glut gibt, indem er irgendwas heiß macht? Es gibt hier keinen Schmiedeofen. Wie kann man denn bitteschön als Programmierer vergessen, dass man hier irgendwo einen Ofen hinpacken muss, wo das Zeug heiß gemacht wird? Der hat nur diesen verfluchten Amboss und irgendeinen Tisch, der auch viel zu klein ist, wie man sieht, für die ganzen Sachen. Unfassbar. Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch hier, vielleicht hat er auch magische Kerzen und er hält einfach dieses Metall in diese magische Kerze und nach 3 Sekunden ist es glühend heiß. Keine Ahnung. Unfassbar auf jeden Fall. Unfassbar. There are two ways to simple reinforcing. Ich erzähl das gleich, ich wollte nur wissen, ob er was Neues erzählt. Und ich will kurz gucken. Das wollte ich eigentlich auch gar nicht machen. Mir fällt gerade ein, ich könnte ja rein theoretischerweise das Schild, was ich benutze, wenn das mit, ach, Funkeltitanit. Und damit verstärke ich im Endeffekt bloß den Schaden, den ich damit austeilen kann. Ja, das ist natürlich total sinnlos. Schwerer Edelstein. Scharfer, gealterter, kruder, kristallener, feuriger, gesegneter, abgründiger. Ich wollte wissen, ob ich diesen hohlen Edelstein verwenden kann und wie es sich dann auswirkt, aber hat nichts geändert. So, jetzt aber dahin, wo es weitergeht. Und zwar muss ich hier hin. Bin immer noch ein bisschen verwirrt, wie diese Anordnung ist, dieser Schreine, deswegen musste ich kurz gucken, wo ich da genau hin muss. Asche Estusflakor. Untote schätzen diese unscheinbare Ascheflakors. Ah, wie gesagt, ich will mir die Sachen eigentlich immer nur durchlesen, wenn ich sie finde. Das gefällt mir besser. So, hier war dieser schwere Bossfight. Gucken wir mal, wo es hier hingeht. Katakomben von Karthus. Na, wenn hier nicht der erste richtige Fürst auf uns wartet, dann weiß ich auch nicht.
Passt auf, wird einfach direkt den nächsten Bosskampf geben gegen diesen Fürsten und fertig. Oh, was steht denn da drüben? Gegner. Oh, und ein Skelett, was richtig geil aussieht. Also sehr stimmig auf jeden Fall, wie es hier gerade so hochgelaufen kommt, während ich schaue. Da haben wir so einen Käfer, hier liegen ein paar Sachen rum. Oh, da ist jemand mit roten Augen. Die sind aber nicht so cool mit roten Augen. Die sind meistens ein bisschen aggressiver als ihre Freunde ohne roten Augen. Scheint ein interessantes Gebiet zu sein. Auch hier wieder viele Totenköpfe, viele Friedhofsgräber. Und da kommt auch das erste Skelett. Ach ja, stimmt. Und das Geile an diesen schweren Waffen, also so eine Waffe wie ich gerade habe, ist... Ach nein, es gibt hier wieder diese scheiß Nekromanten. Solange man den Nekromanten nicht platt gemacht hat, stehen diese Skelette immer wieder auf. Ich weiß nicht, ob der Typ da drüben der Nekromant ist, aber ich glaube nicht. Kartusrot, keine Ahnung, was das ist. Bleibt er jetzt so, damit ich mir das Kartusrot durchlesen kann? Ich glaube. Aber das Geile an diesen schweren Waffen, wie ich sie eine habe, ist, dass diese Skelette auseinanderfallen, auch wenn sie nicht direkt sterben, und dann können die erstmal nicht angreifen. Das heißt, die kann man damit extrem leicht platt machen. Also sehr, sehr effektiv, diese massiven Waffen gegen Skelette. Wo ist denn das? Hä? Gebrustener Augapfel. Hier, Kartusrot. Fügt Waffe der rechten Hand Blutungseffekt hinzu. Dickflüssige Sekrete von Pflanzen. Den Rittern von Kartus zugerechnet, deren Klingen durch die blutrote Substanz und die Spritze des Bluts ihrer Opfer scharlachrot leuchteten. Ja, irgendwo muss hier Nekromant sein. Die muss man platt machen, dann stehen die nicht mehr auf. Glaube ich. Oder steht er jetzt nicht mehr auf? Hä? Jetzt steht er nicht mehr auf? Das kann natürlich auch... Also, in Teil 1 und meiner Meinung nach auch in Teil 2 von Dark Souls war es halt so, dass es da Nekromanten gab. Wo ist denn der Typ hingegangen? Der muss ja einen mega weiten Weg haben, wenn ich ihn nicht mehr sehe. Komisch. Da war es halt so, dass es Nekromanten gab und wenn die in dem Gebiet existiert haben und noch gelebt haben, dann haben die dafür gesorgt, dass alle Skelette wieder aufstehen nach einer bestimmten Zeit. Ich weiß nicht, ob die das jetzt hier geändert haben oder es jetzt hier auch irgendwie Skelette gibt, die zweimal auf, also einmal wieder aufstehen und danach halt nicht mehr, wenn man sie platt gemacht hat, keine Ahnung, aber... Merkwürdig, dass der nur einmal aufgestanden ist. Und was mit denen jetzt hier? Zumindest zur Zeit stehen die nicht auf. Es kann natürlich sein, dass der Typ, den wir hier haben, langlaufen sehen und wo ich das Gefühl hatte, er ist hier lang gelaufen und dann einfach runtergefallen. Dass der gestorben ist, weil er runtergefallen ist. Ich habe nicht geguckt, ob ich Seelen bekommen habe und er wirklich der Nekromant war und die deswegen jetzt nicht mehr aufstehen, weil die stehen ja gar nicht mehr auf, wie es aussieht. Das andere Skelett ist einmal aufgestanden. Das wäre natürlich lustig, wenn der selber in den Tod gelaufen ist. Also, ich verstehe nicht ganz wieso, aber... Ich höre jemanden laufen. Hm. Jetzt höre ich jemanden rennen. Ohne Kopf! Sehr geil, nur ein Arm und ohne Kopf. Was? Oh, Skelettschütze. Aber natürlich musste es auch wieder irgendwo ein Gebiet geben bei Dark Souls 3, wo alles voller Skelette ist. Also ist jetzt keine Kritik. Mag ich. Nicht mag ich, sondern mag ich. Also von mögen, nicht Zauberei mag ich. Aber krass, oder wie mag ich und etwas mögen, also mag ich, genau gleiches. Also gibt keinen Unterschied. Mag ich. Mag ich. Die Betonung ist vielleicht ein Tick anders. Mag ich? Ja, okay, ich hör auf. Ich hör auf. Ich find's trotzdem lustig. Boah, wie lange braucht er denn für diesen schweren Angriff? Die scheinen aber auch nicht wieder aufzustehen. Also ich glaube, meine Vermutung ist da... geht in die richtige Richtung, dass die... dass der Nekromant da irgendwie sich... also ja, dass er Selbstmord begangen hat. Ah, die sind so einfach. Unsere Waffe ist so perfekt gegen die. Hier war mal irgendwas, ist aber nicht mehr. Bam, badam, bam, badam, bam, badam, bam. Falle voraus. Hier, ja, genau. Dieser, danke, danke, danke. Dieser Knopf da. Das
haben wir denn hier? Seele eines namenlosen Soldaten. Wäre schön, wenn wir mal eine Seele finden würden, wo man weiß, wem die gehört oder gehört hat. Ich glaube, das ist so ein Typ von denen, den ich vorher gesehen habe, wo ich glaube, dass er der Nekromant ist und gestorben ist. Aber gegen ihn kämpfen wir jetzt nicht. Ich habe nämlich keine Zeit, die Folge jetzt hier großartig in die Länge zu ziehen. Deswegen machen wir hier erstmal einen Cut. Ich muss dann andermal weiter aufnehmen. Ich hoffe, es bleibt dann, also ich hoffe, ich schaffe es diesmal zeitnah wieder aufzunehmen, damit ich nicht wieder alles vergesse, was ich gemacht habe. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bleibt mir treu. Abonnieren, Glocke aktivieren, kein Video verpassen. Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis. Bis hoffentlich morgen. Tschüss.